willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr Lieben, heute versuche ich mich an diesem Bereich hier. Zumindest starte ich da schon mal mit. Zu Ende bringen kann ich den Bereich eh noch nicht, weil die Bahnsteigkanten auch noch gesetzt werden müssen. Allerdings weiß ich, wie der Bahnsteig kommt. Also da, wo das Gebäude ist, ist einmal Bahnsteig komplett und hier vor ist Bahnsteig. Und hier an der Seite kommt zum Beispiel keiner. Da brauche ich keinen Bahnsteig. Es wird nur ein Bahnsteig hier zwischen diesen beiden Gleisen gelegt. Also habe ich hier diesen ganzen Platz zur Verfügung, was zu gestalten. Ursprünglich wollte ich hier diese Bratwurstbude, ja, die wollte ich eigentlich direkt vorm Bahnhof stellen, kann ich aber knicken, die ganze Geschichte ist so knapp. Aber wenn ich das hier machen würde und so eine kleine Insel da baue, also eine Verkehrsinsel, ihr wisst, was ich meine, dann wird das, glaube ich, schon besser aussehen. Ja, dann geht eine Spur, geht nach da und die andere Spur, also beziehungsweise geht nach hier, so habe ich das dann vor, Kreisverkehr, und dann geht auf der anderen Seite dann die Spur wieder zurück, also One Way. Einbahnstraße. Ja, das habe ich vor. Gucken, ob mir das gelingt. Hier möchte ich auf jeden Fall Bürgersteig setzen und ein bisschen Wiese machen. Allzu viel kann ich da jetzt auch nicht machen, aber wenigstens etwas. Mal gucken, was ich hier so Möglichkeiten habe. Gegebenenfalls setze ich auch noch einen Bürgersteig auf dieser Seite, weil das gefällt mir, glaube ich, besser, als wenn die Straße hier sofort an der Wiese dran haut. Ich muss mal gucken, umändern kann man immer noch. Ursprünglich hatte ich ja vor, hier zu der Bude noch einen Baum zu stellen, aber das bringt mir nichts. Erstmal ist der Platz zu knapp und zweitens mal, wenn ich auf der Couch sitze, versperre ich mir die Sicht hier auf der Strecke. Also da ist mir nicht mit geholfen. Hier kommt nur Wiese hin, eine Bank und was auch immer. Und die Lampen muss ich ja hier auch noch hinstellen oder setzen. Also hat das keinen Sinn, hier noch großartig mit Bäumen zu hantieren. Aber ihr Lieben, wenn wir jetzt schon beim Thema Bäume sind, ich wollte euch schon die ganze Zeit mal Bäume zeigen von Kollegen von mir. Er ist schon länger bei mir in der Facebook-Gruppe aktiv. Er stellt Bäume selber her in allen Spurgrößen. Er macht auch Bäume auf Wunsch bzw. auf Vorlage. Und ich finde, das macht er richtig gut. Und er hat mir jetzt mal drei Bäume zugeschickt und die möchte ich euch mal zeigen. Und wenn Interesse besteht an irgendeinem Baum oder euch die Arbeit gefällt, guckt mal in meiner Videobeschreibung rein. Da ist der Link zu seinem eBay-Account und seine E-Mail-Adresse. Also er hat noch keine Webseite oder sowas. Da geht er einfach drauf und guckt euch mal an, was er da so auf eBay zu zeigen hat. Und wenn ihr Fragen habt, was so seine Arbeiten sind oder wie die aussehen, könnt ihr ihn gerne über seine E-Mail-Adresse anschreiben und er lässt euch dann Bilder zukommen, der Markus. Guckt mal hier, hier hat er mir drei Bäume zugeschickt. Das sind drei Kiefern. Ich finde, das sind hervorragende Bäume und die hat er gut gemacht. Ja, ich hoffe, ihr könnt einen Eindruck von den Bäumen bekommen. Also ihr seht schon, dass die Bäume wirklich qualitätsmäßig echt mit großen Herstellern mithalten können. Das ist so meine Meinung. Und wer Interesse hat, schreibt dem Markus einfach mal an. Nochmal gesagt, die E-Mail-Adresse, Kontaktdaten sind bei mir in der Videobeschreibung. Die Bäume hatte ich ursprünglich gedacht, dass ich die hier hinsetzen kann im Bahnhofsbereich, aber wie ich ja gerade schon sagte, ist der Platz sehr eng und das wird auch nicht wirken und die Sicht würde ich mir auch versperren zu meiner Strecke hin. Aber ich werde die Bäume höchstwahrscheinlich, Moment, hier auf der rechten Seite setzen. Wenn da zu Ende geschottert ist, setze ich da so ein, zwei, drei Bäume rein, weil hier kommt ja die Straße raus. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Insel, wo die Bude draufsteht und hier kommt dann die Straße wieder raus und führt nach Santa Nirgendwo, wie dem auch sei. Dann kann ich ja hier ein, zwei, drei Bäume, die ich hier habe, hinsetzen. Wird sicherlich gut aussehen. Also wie gesagt, schaut mal bei den vorbei bei dem Markus, er wird sich sicherlich freuen. Und ja, wenn Interesse besteht, kontaktiert ihn mal. So, fangen wir an zu bauen. Also, kurz zur Erklärung. Ich habe vor, jetzt hier am Betriebswerk an der Mauer anzufangen. Ich möchte hier etwas Wiese hinmachen, etwas Bürgersteig davor und nochmal Kopfsteinpflaster. Ursprünglich habe ich gedacht, als Kopfsteinpflaster dieses hier zu nehmen. Also dasselbe, was ich jetzt oben in der Stadt genommen habe. Allerdings habe ich von denen nicht mehr so viel da. Und ich brauche auch noch einen kleinen Teil, um die Stadt oben komplett fertig zu machen mit Kopfsteinpflaster. Und
da habe ich nicht mehr genug von. Ich möchte auch jetzt ungern wieder was kaufen, weil das ist nicht nötig. Also werde ich nochmal dasselbe Kopfsteinpflaster nehmen, was hier unten liegt. Allerdings muss ich das nochmal neu legen, weil das ist hier dreckig, bemalt, abgekratzt. Deswegen lege ich das nochmal neu. Aber ich werde mir das zurechtschneiden. Ja? Also ich lege hier jetzt einen Bogen hin. Ja, da kommt dann Bürgersteig drauf und dahinter die Wiese. Dann, ja, glaube ich, könnte das schon ganz gut aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, wie ich das meine. Ich zeige euch das am besten. Ich nehme auch mal das Gebäude weg. Gegebenenfalls mache ich hier noch einen kleinen Parkplatz hin, aber das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Da muss ich mal gucken, weil ich habe auch noch so einen großen Baum, den ich auch gern verarbeiten möchte. Das ist nur eine große Eiche. Die habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass sie neben Bahnhof steht. Aber ich glaube, das kann ich knicken. Das passt vom Platz her nicht. Gut, bevor ich jetzt hier irgendwie was gestalte mit Kopfsteinpflaster, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ich ja so ein paar Schilder hatte. Oder ein paar Schilder hat ein Kollege ausgedruckt. Hier habe ich so ein kleines Bahnschild. Das werde ich jetzt erstmal hier an der Mauer kleben. So. Ja, ich glaube, das kleine Schild sieht da schon recht gut aus. Ja, mir gefällt es. So, ich habe jetzt was zurechtgeschnitten. So sieht das jetzt aus. Für diejenigen, die Interesse haben an diesem Kopfsteinpflaster, das ist das Großpflaster von der Firma Heki mit der Artikelnummer 12072. Also das ist dasselbe, wie ich jetzt eigentlich hier schon liegen habe und nur das kann ich leider nicht mehr verwenden. Ja, jetzt nehme ich mal den Zaun weg oder das Tor weg und lege jetzt hier mal das Kopfsteinpflaster hin. Und so stelle ich mir das Ganze vor. Es kann jetzt hier noch an der Ecke ein kleines bisschen abgeschnitten werden. Müsste ich eigentlich jetzt nicht machen, weil da Wiese und Bürgersteig rüberkommt. Aber ich glaube, macht schon Sinn, wenn ich das da abschneide. Ja, das versuche ich jetzt zu kleben, aber bevor ich das klebe, zeige ich euch mal, wie ich mir das genau vorstelle. Jetzt kommen nämlich die Gehwegplatten der Firma Auerhagen ins Spiel. Ja, die muss ich hier noch ausschneiden. Ich check das sowieso nicht so ganz, wie die jetzt hier zusammengebaut werden. Aber die Gehwegplatten würde ich dann jetzt hier so hinlegen. Ja, einmal hier rum. Und hinter den Gehwegplatten kommt ja Wiese. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm, dass ich das jetzt nicht hier auf Maß ausgeschnitten habe. Natürlich wäre es vielleicht besser, du hättest vielleicht nicht so viel Verlust, wie ich es jetzt in dem Fall habe. Aber so teuer sind jetzt diese Kopfsteinpflasterfolien oder Pappen, ja, auf Fotobogen ist das, jetzt auch nicht. Ja, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Also das ist jetzt hier noch ein Muster ohne Wert. Ihr sollt jetzt nur mal einen Eindruck davon bekommen, wie ich das meine oder wie ich das machen will. Also jetzt klebe ich jetzt die Kopfsteinpflaster jetzt erstmal hier drauf, lasse die trocknen. Anschließend werde ich den Bürgersteig hier drauf kleben bzw. festkleben. Erster Arbeitsschritt ist jetzt erstmal das Kopfsteinpflaster zu kleben hier an der Stelle und anschließend den Bürgersteig. Also wenn der Kopfsteinpflaster trocken ist, kommt der Bürgersteig da drauf und dann werde ich die ganze Geschichte hier hinter begrasen. Ja, der Kopfsteinpflaster ist jetzt geklebt, kommt natürlich noch Kopfsteinpflaster hinzu. Hier kommt noch Kopfsteinpflaster hin, hier in diesem Bereich, hier in der Mitte mache ich jetzt nicht unbedingt Kopfsteinpflaster. Da kommt ja Wiese hin, da habe ich mir gedacht, so was Ähnliches wie so eine Wieseninsel. Ihr wisst, was ich meine, dass das so ein Kreisverkehr sein könnte. Ich muss mal sehen, wie sich das Ganze realisieren lässt. Ja, das dazu. Die Bürgersteige liegen auch so ungefähr, wie ich es mir vorstellen kann. Sieht alles ein bisschen komisch im ersten Moment noch aus, aber die werden noch farblich bearbeitet. Da gehe ich wieder mit Patinapulver rüber, leicht mit Wasser vermischt. Und später habe ich noch was vor, auf die Bürgersteige zu machen. Da kommen wir dann aber später zu. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Ja, ich hatte ursprünglich auch gedacht, dass ich da noch dieses Kopfsteinpflaster, was hier liegt, ich noch weiter verwenden könnte. Aber das ist zu sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Das ist dreckig, also kann ich das nicht mehr nehmen. Deswegen kommt jetzt Neues. Mein Problem ist allerdings jetzt, wenn ich es jetzt so lege, kriege ich ein Muster. Aber das ist mir zu viel Stückwerk. Also wäre es doch, glaube ich, besser, wenn ich jetzt hier mal außer der Reihe tanze und das so lege dann. Oh, ja, quatsch mal gar nicht lange drum rum. Ich schneide mir das zurecht und klebe es so. Fertig ist die Kiste. So, ich habe mich dafür entschieden, so wenig wie möglich von dem Kopfsteinpflaster abzuschneiden. Das ist jetzt das Ergebnis, weil ich denke, wenn ich hier das komplette Stückchen dran setze, macht das mehr Sinn, als wenn ich jetzt hier die ganze Geschichte trenne. Also dieses Stück habe ich jetzt von dem Kopfsteinpflaster, also von dem fertigen Blatt, weggeschnitten. Jetzt seht ihr ja hier auch die Linie. Die Linie ist ja ungefähr nur, also die ist jetzt nur pro forma, dass man eine Orientierung hat, wie das aussehen könnte, wo der Bahnhof steht, wo die Bahnsteigkante hinkommt. Jetzt kann auch ruhig hier die Folie bzw. das Kopfsteinpflaster rüber liegen. Ich kann ja später, wenn der Bahnhof dann hier steht, auch die Bahnsteigkante ruhig über das neu gelegte Kopfsteinpflaster machen. Ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal dieses Kopfsteinpflaster hier und dann geht es gleich weiter. Ja, das Kopfsteinpflaster klebt jetzt. Es sieht noch etwas für euch unordentlich aus, weil hier noch das Kopfsteinpflaster von der Folienanlage drauf ist. Das habe ich nicht ganz abbekommen. Und ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Struktur gleich reinzubekommen, damit ihr sehen könnt, wie es in etwa aussehen kann. Bevor ich aber jetzt hier anfange, das Ganze hier mit brauner Abtönfarbe einzustreichen, weil der Untergrund muss wieder braun sein, wenn ich das begrase, werde ich erstmal hier ein bisschen den Bürgersteig altern. Oder zumindest hier mit schwarzer, was ist das? Trockene Farbe, Pigmentfarbe von Revell. Ja, mehr werde ich erstmal gar nicht machen mit dem Bürgersteig. Es ging mir nur primär darum, dass der Bürgersteig seinen Plastiklook verliert. Später, nachdem ich hier begrast habe, werde ich den Bürgersteig noch mit etwas Vogelsand bearbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier komplett alles mit Vogelsand zustreue. So vereinzelte Stellen ein bisschen mit Vogelsand werde ich machen. Und diese Lücke hier werde ich mit Vogelsand auffüllen. Als nächsten Schritt werde ich jetzt erstmal hier diesen Bereich komplett, wo ich also jetzt hier die Lücken habe, mit brauner Abtönfarbe einstreichen, das trocknen lassen, dass ich das anschließend, wenn es trocken ist, begrasen kann. Ja, ihr Lieben, jetzt könnt ihr schon mal sehen, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Das wird natürlich dann später, wenn es trocken ist, noch begrünt. Hier weiß ich noch nicht genau, was ich hinmache. Ich habe gedacht, da kommt dann auch Vogelsand hin. Oder ich habe ja noch den Quarzsand, den ich euch mal gezeigt habe. Also das ist derselbe Sand, den ich auch nutzen möchte für mein Industriegebiet. Da schauen wir mal. Ja, jetzt die nächste Geschichte. Ich möchte jetzt hier, muss ich erstmal einmal kurz das Gebäude hinstellen. Moment, ich werde euch auch nochmal umstellen. Ja, jetzt stelle ich mal das Gebäude hin. Ich glaube, hier bin ich aber ein bisschen zu weit mit der Farbe gegangen. Das hätte, glaube ich, so ein Stück weniger sein können. Ist aber auch nicht schlimm. Da kann ich ja immer noch mit der Bahnsteigkante rübergehen, wenn ich da noch Platz brauche. Also ich nehme den Platz hier noch, den ich brauche. Aber ich stelle mal das Gebäude hin jetzt hier, das Bahnhofsgebäude. So steht es ja ungefähr. Es steht ja dann nur höher auf den Bahnsteig dann. Hier vor kommt dann eine Treppe und ich habe gegebenenfalls noch vor, Bürgersteig dahin zu machen. Das könnt ihr jetzt schlecht sehen, aber so sieht das Ganze dann aus. Auf jeden Fall Bürgersteig hier hin. Dann hatte ich ursprünglich vor, hier Wiese zu machen. Kann ich aber vergessen, weil das ist, glaube ich, sehr knapp. Wenn hier Bürgersteig ist und da noch die Wiese dazwischen, ich weiß nicht, das würde nicht so gut aussehen. Dann lasse ich, glaube ich, lieber die ganze Fläche mit dem Kopfsteinpflaster und werde nur hier ein rundes Stück Wiese machen, dass das quasi als Kreisverkehr dient. Ja, so werde ich das machen. Gut, ich werde jetzt hier das Stückchen markieren. Und das dann braun anstreichen, das dann auch trocknen lassen und später kommt da Wiese drauf. Ja, so stelle ich mir das vor. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe ja so ein paar Denkmäler da, dass ich hier gegebenenfalls ein Denkmal in der Mitte setze.
Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, das Denkmal, dann habe ich wenigstens Platz für ein Denkmal, wird sich da ganz gut machen. Ja, so stelle ich mir das vor dann. So, das Ganze ist jetzt trocken und jetzt bearbeite ich diese Geschichte hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade schon erwähnt habe, habe ein Kurzzeitgedächtnis, dass ich hier ein Denkmal hinsetzen möchte. Da habe ich von der Firma Preiser einige Denkmäler, hier 4 Stück an der Zahl. Und ich habe mich für dieses Dingsbums entschieden. Das ist der Dortmundus Jungus, das ist ein Feldherr. Der lebte früher mal. Quatsch. Auf jeden Fall habe mich für dieses Denkmal entschieden. Ja, das will ich jetzt erstmal hier hinkleben. Und wenn das dann klebt, ja, das wird auch ganz gut, glaube ich, aussehen, werde ich rundrum Wiese machen. Kleben tue ich das Denkmal mit Holzleim, wasserlöslichen Holzleim. Ich glaube, das reicht. Moment. Ich denke mal, das reicht. Ob's da der klebt ein bisschen. Dann sitze ich dann da schon mal in der Mitte. Und jetzt habe ich eventuell auch die Ketten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich habe ja von der Firma Busch mir Ketten geholt. Die kann ich jetzt vielleicht später, wenn das alles fertig ist, drum rum machen. Ja, ich habe jetzt erstmal das Denkmal geklebt. Ist das mittig? So halbwegs. So kann es bleiben. Und darum werde ich jetzt erstmal Wiese machen. So, wir kommen jetzt auch langsam dem Ende entgegen. Es werden noch 2 Sachen gemacht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich einmal hier so eine Absperrung um das Denkmal rum machen möchte. Das ist diese Absperrung hier von der Firma Busch. Da brauche ich allerdings aber erstmal einen 2 mm Bohrer. Das sind so Metallstangen und unten das Stückchen
setzt du dann in den 2 mm Loch dann rein, am besten noch ein bisschen mit Kleber, so steht zumindest in der Beschreibung. Muss aber gleichzeitig diese, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Kette hier durchfriemeln. Das ist jetzt, was als nächstes auf dem Programm steht. Und wenn ich das habe, wird noch mal vielleicht noch ein Baum hier gesetzt, so ein paar Büsche, weil dann habe ich ja so einen kleinen 2 mm Bohrer da. Ich habe ja jetzt so noch ein paar Büsche hier von der Firma Hickey, das sind diese hier. Da ist kein Fuß mit bei, da muss ich halt das in das Loch dann reinstecken, was ich dann bohre. Da setze ich noch ein, zwei Büsche hin, vielleicht hier noch einen Baum. Und das geht ja rucki zucki. Und wir setzen schon mal im vorderen Bereich hier die Bahnsteigkante, damit ich schon mal jetzt eine Orientierung habe und den Bahnhofsbereich quasi zu Ende bearbeiten kann. Ja, ihr Lieben, wir sind schon fast am Ende des Videos angekommen. Ich möchte mich für die letzten Aufnahmen entschuldigen. Die waren leider jetzt nicht so gut, aber es war halt nicht anders möglich, die ganze Geschichte aufzunehmen. Ich hätte zwar noch Weitwinkel einstellen können, da hättet ihr allerdings mehr mich gesehen als die Arbeit, die ich gemacht habe. Wie dem auch sei, ich habe jetzt zwischenzeitlich jetzt alles fertig, soweit, also zumindest das, was ich mir vorgenommen habe. Ihr seht jetzt hier, ich habe mit der Heißklebe Pistole die Bahnsteigkanten von Auhagen fixiert. Ihr seht jetzt also, wie es jetzt auf Gleis 1 und 2 aussehen kann. Hier ist dann Ende. Hier kommt dann halt noch so ein Abschluss hin. Platten habe ich auch schon da, aber die machen wir erst später. Ja, und hier kommt dann das Gebäude drauf. Zeige ich euch alles gleich noch etwas genauer. Da ist auch mehr als genug Platz. Ja, das war jetzt für mich erstmal wichtig, damit ich eigentlich erstmal sehen kann, was ich hier am Platz zur Verfügung habe. Und der Platz ist hier wirklich sehr knapp bemessen. Also großartig mit Bürgersteig hier noch hinmachen, klappt nicht. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube, das wird schon recht gut aussehen, die ganze Geschichte. Hier muss ich allerdings noch später mal was abschneiden. Das habe ich so jetzt nicht abgeknipst bekommen, dass das hier eben ist oder gerade ist. Aber das hat noch Zeit. Wichtig war erstmal für mich, dass ich sehen kann, was ich jetzt hier am Platz zur Verfügung habe. Ja, Moment. Ja, so sieht das Denkmal jetzt aus mit der Absperrung. Die Absperrung ist nochmal gesagt von der Firma Busch. Das Denkmal ist von Preisser. Ich finde, das harmoniert sehr gut zusammen. Gefällt mir. Mehr kann ich da jetzt auch nicht machen und vielleicht noch die ein oder andere Blume, aber nee, das wäre glaube ich zu viel. So ist das schon in Ordnung. Was ich noch gemacht habe, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass ich hier einen Busch noch hingesetzt habe. Da habe ich noch einen Busch hingesetzt, hier einen Busch hingesetzt und hier. Ich habe hier vorne auch noch einen Busch hingesetzt. Da ist aber allerdings noch nicht richtig alles bearbeitet, aber weil ich mich hier an der Mauer ein bisschen zu sehr verausgabt habe oder zu sehr eingeschnitten habe, nicht verausgabt habe. Das hat mir nicht gefallen, dass hier die Struktur weg war, deswegen habe ich da den Busch vorgesetzt. Ich finde, das Grüne macht noch sehr viel aus. Bringt noch ein bisschen Leben rein. Entschuldigung, dass ich jetzt so schnell gedreht habe. Ja, so sieht das jetzt im Ganzen aus. Gefällt mir schon recht gut. Später kommen ja hier noch Platten drauf. Ich habe schon ein paar Platten da. Das sind auch Platten von der Firma Auhagen. Das sind diese hier. Die braucht man dann einfach nur hier zwischenklemmen oder dementsprechend zurechtschneiden. Da brauche ich aber noch einige von und ich brauche auch noch jede Menge Bahnsteigkanten. Für das kleine Stück, was ich euch jetzt gerade hier gezeigt habe, habe ich 2 Pakete Bahnsteigkanten verbraucht. Das ist schon eine Menge und kostet auch alles Pinonze, also Geld. Aber ich will mich nicht beschweren, es lohnt sich auf jeden Fall und mir gefällt das recht gut. Also ich denke, ich bin mit dieser Anlage hier auf einem guten Weg. Sicherlich gibt es immer Geschmäcker, die anders sind oder verschieden sind, ist klar. Aber es soll ja auch nur mir gefallen und da bin ich eigentlich ja recht gut dabei, dass es mir gefällt. Hier ist die Geschichte mit Quarzsand, das habe ich euch ja auch kurz gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, da noch Kupfstein hinzumachen, Kupfsteinpflaster hinzumachen. Aber ich habe das erstmal gelassen, weil ich noch einen Riesenbaum habe.
diesen hier, eine 18 cm Eiche. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte eigentlich ganz gut aussehen, wenn der große Baum hier noch stehen würde und ich unter dem Baum einfach so ein paar Bänke stelle. Hat auch irgendwie was, so einen schönen großen, volumigen Baum. Aber da muss ich mal gucken, ob ich das mache. Ist auch Geschmackssache. Kann ich jetzt noch gar nicht sagen, ob es gut aussieht oder nicht gut aussieht. Ich würde jetzt im ersten Moment sagen, gefällt mir sehr gut. Aber warten wir erstmal. In diesem Sinne, Leute, schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss, euer Dortmunder Junge.